So, ein neuer Abend. Heute mit mir, Chrissy, der Franzi, die gerade dazugestoßen ist, dem Benny und dem Alex. Und da kommen sie auch alle schon. Gucke ich mal, dass ich dem alles mal antworte. Ich kann schon jemanden hören, aber ich kann noch niemanden sehen. Yay. Da ist der Ja, Alex. guten Abend. Franzi hört man schon, Ja, yay. aber da bist du. Hello. Und da ist der Benni. Hallo. Nabend. Guten Abend. Nabend. Abend. Na, wie geht's euch? Wie habt ihr die Fragerunde von gestern verarbeitet? Achso, gestern war ja nur der Benni dabei, ne? Ja, also ich bin schwer getroffen. Ich muss mich heute mal ein bisschen zurückhalten. Ach Quatsch, Das glaube ich nicht. nein, nein, weiß nicht. Aber die anderen beiden haben ja auch zugeguckt, ne? Ja, was ist gut? Klaro. Wie habt ihr unsere Antworten verarbeitet? Ja, interessant. Also ich hatte ja diese Frage gestellt mit, was wollt ihr in der Welt verändern? Ich leak das jetzt einfach mal. Oder was könnt ihr Oh. verändern? Ne? Fand ich lustig, also fand ich interessant die Antworten. So. Fand ich, glaube ich, konnte ich mich mit identifizieren. Aber was würdest du denn verändern? Ihr habt schon viele Dinge gesagt. Nicht so viel Wälder abroden, vielleicht. Tierschutz, ganz wichtig, und bewusst ernähren. Welthunger hat mir vielleicht noch gefehlt, aber das sind halt auch große Themen. Ne? Welthunger Auf zusammen mit Benny, ey. Ja. Weltfrieden, Ja, unglückliche Wahl jetzt. Ja, aber ja, war fand ich Wir haben sehr. voll. Okay. Ja, sehr cool. Ich finde, wir haben auch alles Wichtige abgedeckt. Bin ich schon wieder erwachsen. Benni hat heute Morgen Kaffee zu viel Was? getrunken, auf jeden Fall. Ein Powerpuff. Ja, Benni hat eben seinen Lieblingsfilter gefunden. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das hier, das war super. Also der Sieht sehr gut besseren aus. Filter gibt es nicht. Also natürlich hier der geht natürlich auch. Das ist für mich ja auch in Ordnung. Ja. Aber wir können Aber ja auf ich jeden denke einfach hier mit den Zöpfen, das passt auch besser zu meiner Persönlichkeit. Von daher. Ja, finde ich Jo. auch. Ja. Das ist deine wahre Persönlichkeit quasi. Das ist richtig. Also die kann ich normalerweise nicht so zum Vorschein bringen. Also die kann ich nicht ans Tageslicht lassen. Aber deswegen habe ich auch extra schon Rollo runtergemacht und so. Ach so, heute, ach okay. Wir sind ja nur im Internet. Das sieht ja keiner. Nee, wir sind unter uns. Wir Das sind ist nur unter unter uns. uns, ja. Wir sind unter Das uns. ist heute Unter uns vier. ein kleiner intimer Talk heute. Auf jeden Ja, Fall. Sehr, sehr intim. Also nachdem wir ja gestern schon erzählt haben, was wir, nachdem wir Fragen haben. Wurde gerade angerufen, jetzt war kurz Entschuldigung. weg. Okay. Ja, hatte schon gedacht, ob Und du zwar. vielleicht einen Schlaganfall hast oder so, ne? Ja. Von jemandem, der jetzt wahrscheinlich zugucken möchte und das irgendwie, naja, noch Wie nicht. geht Ich habe ihm das gerade das? geschrieben. Nun ja, genau. Hallo Christina. Ah. So, genau. Mehr braucht man nicht zu sagen. Nee, genau. Nachdem wir gestern ja schon Einblicke in unsere Gedankenwelt hatten, geht es heute darum, dass wir ein bisschen erzählen, was. Also in der Vorbereitung haben wir es genannt. Wir bringen unser Lieblingsstück mit. Teil. Unser Lieblingsstück. Also habe ich das zumindest abgespeichert. Ja, ich In habe das meiner abgespeichert. unreifen Persönlichkeit. Von daher. Ich hatte das Ja. abgespeichert mit Benny bringt sein Lieblingsteil mit. War das so Auf korrekt? jeden. Ja, habe ich. Die Kaffee. Da kann ich mit. Da kann ich mit. Ja. Ja, Alex, du bist der Einzige, der jetzt nichts zu trinken in die Kamera hält. Ja. Sehr gut. Was stand da drauf? Wofür hast du Werbung gemacht? Ja.
Bist du da Werbepartner oder ist das das ist die falsche Marke für die falsche, für die richtige Stadt, also. Köpi-Glas habe ich leider nicht. Oder? Ach, wann hast du Geburtstag? Nächster Ostern nächstes Wochenende in ein paar Tagen. Perfekt. Demnächst, bald. Demnächst. In naher Zukunft. In naher Zukunft. Ja, okay. Auf was haben wir uns denn geeinigt? Was wollen wir denn zuerst machen? Wir haben ja verschiedene Genres und. Der Alex, der ist wieder so zielstrebig, weißt du? Ja. Ich habe keine Zeit, Um 17:45 habe ich noch einen Termin. Lass mal loslegen hier. Nee, warte. Den Termin hat er bei uns. Ja. Hat er vergessen. Wir haben nur eine Stunde. Ich glaube, das kann auch schnell weggehen, wenn wir unsere ganzen Sachen präsentieren. Deshalb, ich meine, mit was wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Buch an. Was für euer Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch steht noch in meinem Schrank. Alex! Oh, Alex! Alles vorbereitet, nur das Buch. Also, Benni, du stellst dein Lieblingsbuch vor und Alex geht sein Lieblingsbuch holen. So, was? Bin ich dran? Habe ich meinen Namen gehört? Ja, oder? Ja. Ich fange an, ja. Also ich habe hier mal, also stellvertretend, müssen wir hier mal gucken, nicht, dass der Filter da gleich reinschlägt. Das Buch ist Die Farben der Magie von Terry Pratchett. Eigentlich steht es stellvertretend für eine ganze Buchreihe, nämlich für die Scheibenwelt-Romane von Terry Pratchett. Die sind nämlich eigentlich alle geil, also alle, die ich gelesen habe. Da gibt's ja Dutzende. Ich habe so die Hälfte, würde ich sagen, tatsächlich gelesen. Das hervorragend. Das ist der Beginn der ganzen Geschichte. Da ist eigentlich ganz geil. Da geht es nämlich um einen Zauberer, der nicht zaubern kann, weil in seinem Kopf hat sich einer der magischen Zaubersprüche bereit gemacht, der verhindert, dass er irgendwelche neuen lernen kann. Das ist ja doof. Das ist schon doof. Ne? Der muss dann auch die Universität verlassen und zieht dann quasi als Fremdenführer über die Scheibenwelt für den ersten Touristen der Scheibenwelt. Geht über mehrere Bände. Ist ganz cool gemacht. Also wer schon immer mal, also ich kann mich da gut mit also identifizieren. Das, der ist so tollpatschig und kriegt nichts auf die Reihe. Und stolpert so von Katastrophe in Katastrophe. Da sehe ich mich. Erklär doch nochmal, also Terry Pratchett ist jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Jahren gestorben, ne? Ja, oder letztes vielleicht Jahr, ein paar mehr 2020 schon. 20 oder so? Nee, der ist noch nicht so lange tot, glaube ich. ich sehe ihn schon googeln. was denn sonst? Und dann wäre vielleicht nochmal cool, wenn du erklärst, was Scheibenwelt, also was macht. Was bedeutet das? Also ich zum Beispiel weiß, also ich habe auch... Wichtige Klarstellung, er ist 2015 gestorben. Ah, ist ja fast gestern. Fast letztes Jahr. Nein, die Scheibenwelt ist überraschenderweise eine Welt, die eine Scheibe ist. Die, genau, die auf dem Rücken von vier Elefanten, getragen von einer Schildkröte, durchs Weltall kreist, wie auch immer. Und da leben magische Wesen, also magische oder Menschen. Ja, also ist halt eine Fantasy-Welt und da leben halt Menschen genauso wie andere Lebensformen. Und da gibt's natürlich auch Zauberei und da gibt's aber auch klassisches Gewerbe wie Barbaren und Helden. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da mehr zu. Okay. Also Fantasy. Fantasy, Fantasy. Ja, Fantasy steht. Fantasy. Ja. Schön. Also ich glaube, Terry Pratchett ist auf jeden Fall ein Name, den man kennt, würde ich sagen. Und Scheibenweltromane. Und wer es nicht kennt, der sollte es kennenlernen. Definitiv. Definitiv. Nichts so, gehört. Entschuldigung. Ja. Nichts gehört davon.
Du hast noch nie von Terry Pratchett und der Scheibenwelt gehört? Werde ich kurz eine Ausführung, gleich wird sich das auch erklären, wieso. Benni leitet demnächst mal ein Buch aus. Ja, Alex beschäftigt sich nur mit den Klassikern. Er hat den ganzen Schrank voll mit Karl Marx. Genau, Karl Marx. Auf jeden Fall. Ja, Alex, dann machen wir weiter. Ich würde mich, ja, ich bin sehr konträr jetzt, aber was Bücher angeht, weil ich auch jetzt, wenn wir über Persönliches reden, ich bin nicht so der Romanleser oder große Geschichten. Ich lese mir dann lieber so Sachen durch. Sowas hier. Oh, das ist natürlich jetzt verspiegelt. Ja, die Sprache des... Sprache des Gehirns. Ich lese mir gern, das soll jetzt nicht klingen, als würde ich nur wissenschaftliche Sachen lesen, aber ich lese gern Sachen, die mein Interesse wecken natürlich. Und ich finde, Thema Bewusstsein und wie unsere Gedanken, wie wir denken und warum wir so denken, wie wir denken. Das ist ganz geil. Ja, nicht darüber gehen, warum ich da liegen will. Mich auch nicht. Interessiert mich da. Erzähl ruhig weiter, ich sage einfach so. Mach weiter. Nee, erzähl mal. Okay. Ja, ich also lese auch gerne Sachbücher. Ja, genau. Oder irgendwie dir ein bisschen Selbstreflexion geben. Es gibt auch ein Buch, das nennt sich Das Kind in mir muss Heimat finden. Ich glaube, das ist ein paar bekannt, die so vielleicht auch mal einen Spiegel-Bestseller lesen. Das war nämlich einer. Und da geht es auch darum, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt und mit den Gedanken, die man hat und woher die denn kommen und ob das, ja, auf die eigene Biografie zurückzuführen ist oder allgemeiner gilt. Ja, das finde ich interessant und deshalb lese ich gerne sowas. So. Okay, und was liest du zur Entspannung? Also, wenn du ins Bett gehst? Ja. Schön, das habe ich Comics, nicht auch. Zu entspannen gehe ich dann sowas. Ja, genau. Sehr gut. Das hätte ich auch noch aus dem Schrank holen können. Ja, ich auch. Alle. Kind, alle. Habe ich auch. Ja, ich habe sie als E-Book. Das ist ein Kulturgut, glaube ich. Aber wie findet ihr den neuen Asterix? E-Book. Also, ja, ich habe auch ein paar Originale. Wie findet ihr den neuen Asterix? Sag mal ein, zwei Titel vielleicht, dann, ob was klingelt. Ich kann den nicht. Und der und die Papyro Dingsbums da? Das müsste ich jetzt holen gehen. Also ich sag mal, die also besser geworden sind sie leider nicht. Nee, finde ich auch. Das ist jetzt mehr so ein, man will ja die Sammlung komplett halten. Und deswegen kaufe ich mir auch jeden neuen Band noch. Hm. Hat sich halt schon verändert, ne? Wie man das als Kind gelesen hat. Und das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also bei mir ist das ein bisschen Melancholie auch, weil ich habe das mit 12, 13, habe ich die durchgelesen wie warme Semmel. Ich weiß nicht, ne? Ja, genau. Das so? Ja. Sind so Kindheitserinnerungen. Genau, und, genau. Man vielleicht hier, vielleicht verklärt man da auch was, aber... Hm. Also das ist der vorletzte. Nee, das ist der letzte. Und davor kam der Papyrus des Cäsars, genau. Den Asterix in Italien fand ich gut, weil dieser Mensch ist erschienen, warte, ich guck mal kurz, wann es erschienen ist, von 37, ich glaube vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren. Wo steht das denn? Steht das immer hinten? Steht immer hinten irgendwo, ne? Erschienen 2017. 2017. Dieser junge Mann hier heißt im Original, na? Genau, Corona. Ach echt. Das ist der Böse, das ist der Bösewicht. Der Bösewicht Corona. Der Bösewicht Corona, ja. Schön, dass böse Wicht auch immer die kleinen Menschen sind, weil ist ja ein Wicht, ne? Egal. Ja. So. Ja, Asterix finde ich auch cool, du gut. Geh ich mit. Habt ihr euch schneller ausgeputzt heute, ne? Meine Herren, ey. Ja, klar. Ja, die Chance hast du auch immer noch. Ja. Kannst du auch noch einen Filter raus. Ja. Aber wir können ja auch mal weitermachen. Wer ist denn? Die Franzi hat noch nicht. Die Franzi hat noch nicht. Ja. Ich habe, kann man das sehen? Ich
Ich weiß nicht. Oh, ja. Da ist, ich sag mal, du hast da einen Filter auf deinem Buch. Ja, ich merke schon. Ich mach den mal aus. Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich für 15 Minuten. Ja, komisch alles Chemie von Mighty Nürnking. King. Und die kennt man, glaube ich, aus Quarks und Co. Ja, die ist Chemikerin und die erklärt richtig gut, auch bildlich, also man kann sich das richtig gut vorstellen, wie manche Alltagssachen chemikalisch aufgebaut sind. Genau. Das war richtig gut. Aber die macht gerade auch viel bei Twitter und so, ne? Ja, genau. Corona, oder? Ja, genau. Die hat auch öfters mal jetzt schon Videos über Corona gemacht. Ja. Letztes Jahr, glaube ich, das Video war auch das beste Video, also das meist geguckte Video in Deutschland. Und gerade lese ich auch das zweite von ihr. Da geht es auch sogar ein bisschen. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Okay. Und da geht es sehr viel drum, wie man recherchiert und wie das eigentlich so in der Wissenschaft vor sich geht, so ein bisschen. Ist auch jetzt auch ein ganzes Kapitel über Corona auch drin. Ja. Aber so weit bin ich noch nicht. Also genau. Neue Bücher. Ja. Und ich habe noch Harry Potter, also eigentlich alle Bücher, weil, genau, ist halt so Kindheitserinnerung. Kommt übrigens nachher auch nochmal vor. Aber an den Büchern finde ich halt so richtig cool. Moment, ich habe sogar extra. Die sind halt normal. Genau. Also eigentlich sind es Bilderbücher. Genau. Für Erwachsene. Bilderbücher für Erwachsene, wo auch wirklich alles drin steht, wie in den anderen Büchern. Also der ganze Text ist mit drin. Die ganze Story. Deswegen sind die so groß. Die sind drei. Nee, wie groß sind die denn? Auf jeden Fall ein bisschen größer als DIN A4, würde ich sagen. Okay. Ja. Sehr genau. Schön. Cool. Mein Lieblingsbuch, seitdem ich angefangen habe zu studieren, also Anfang der 2000er, und ein Buch, das ich jetzt gerade auch wieder lese und was definitiv mein Lieblingsbuch ist, ist dieses. Das ist die Bibel nach Biff. Und das heißt von Christopher Moore, die Bibel nach Biff. Die wilden Jugendjahre von Jesus erzählt von seinem besten Freund. Ah! Bam, Benny, bam. Genau, die Bibel nach Biff ist wirklich, also wie ich finde, das ist eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe, wenn nicht sogar das beste Buch. Auf jeden Fall das lustigste Buch. Es hat nämlich... theoretisch ist es ein Roman, es hat nichts mit der Bibel zu tun, in dem Sinne, dass es wirklich die Bibel erzählt, sondern sein Kumpel Biff ist der beste Freund von Jesus und der wird von einem Engel zurückgeholt ins heutige Amerika und was ist das denn, Amerika? Doch, Amerika? Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Italien ist es, glaube ich. Ja, Italien. Ist es nicht egal, welches Land es ist? Nee. Naja, egal. er wird ins heutige jetzt zurückgeholt und soll bitte nochmal ein neues Evangelium schreiben, weil die vier einfolgenden Listen ja ein paar Jahre vergessen haben. Und diese Jahre soll er aufschreiben. Und er erzählt dann halt davon, wie sie als Kinder schon wie sie Moses und die Ägypter gespielt haben, den Auszug aus Ägypten. Und sie streiten sich darum, wer Moses sein darf, wer der Pharao sein darf, wer die anderen umbringen darf. Und und Jesus heilt auf einmal Menschen, obwohl er die gar nicht heilen will, indem sie ihn einfach nur anfassen. Und auf einmal sind sie geheilt und er kann eigentlich gar nichts für und ist da selbst drüber verwundert. Und genau, und ich lese es jetzt gerade nochmal wieder und es ist einfach nur lustig. Interessant ist nämlich auch, dass Jesus war verknallt in Maggie. Und
die, also es, sagen wir mal so, es durfte ja nicht sein. Und sein bester Freund Biff ist auch in sie verknallt. Wie soll es halt sein? Biff hat es dann halt mit ihr, kurz bevor sie losgezogen sind, um die Welt zu erkunden, hat es dann halt auch mit ihr mal gemacht, so hinterm Tempel. Und Jesus fragt ihn dann, wie war es denn? Und Biff kann das irgendwie gar nicht so richtig beschreiben, wie sein erster Sex war. Und naja, es führt dann dazu, dass die beiden unterwegs sind und Jesus und Biff das gesamte Geld raushauen, um damit Biff zu Prostituierten geht und dann Jesus nachher erzählen, also Joshua nachher erzählen kann, wie es war. Weil er soll dieses Gefühl für Joshua beschreiben, weil er das ja nie haben wird. Und das ist so. Ja, aber es ist sehr lustig geschrieben und es macht wirklich Spaß zu lesen. Lockert die ganze Geschichte wahrscheinlich ein bisschen auf. Das ist ja sehr trocken. Einfach. Man liest ja die Bibel nicht mal ebenso. Das ist ja, genau. Ist ja kein Wort. Und es hat halt. Also es hat halt immer wieder Verknüpfungspunkte. Die Sachen, die in der Bibel stehen, kommen drin vor. Also es ist schon angelehnt an die Bibel und die ganzen Geschichten, die in der Bibel erzählt werden, kommen auch irgendwann mal drin vor, dass sie erzählt werden zum Beispiel. Aber diese Story in dem Buch ist eine ganz eigene, die auch wirklich nichts mit der Bibel zu tun hat. Also das heißt nichts, was blasphemisch sein könnte oder wo man sagen könnte, irgendwie, das könnte man ernst nehmen, sondern es ist ganz klar, das ist ein Roman und das hat nichts mit der Bibel zu tun. Also. Verstehe. Genau. Ja, sehr gutes Buch. Wieso findest du das gut, Benny, wenn du das auch gerade liest? Ich lese das nicht gerade. Ich habe das nur so, vorhin das auch aus dem Regal geholt, weil ich spontan entscheiden wollte, was ich hier denn präsentiere. Ja. Und das kommt so nach den Scheibenweltromanen. Also das, ich mag das auch, dass da viele Sachen einfach sehr, sehr locker beschrieben sind. Nicht immer so bieder, wie es dann doch in der Bibel irgendwie steht. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass früher alles immer so bieder gewesen sein soll. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ja, genau. Kommen wir zum nächsten. Das klassische Medium. Was ist euer Lieblingshörbuch? Schön. Wer hat denn gerade angefangen? Benny hat angefangen. Alex, willst du anfangen? Bitte, sag doch mal, hat geruckelt bei mir. Hörbuch? Dein Lieblingshörbuch? Ja. Hörbuch? Das Ding Thema Hörbuch kann ich euch. Ja, ja. Ja, und danke, Nora, wissen wir, dass wir süß aussehen, wo ich das gerade lese. Oh. So, danke, Alex, Nora. Sorry. Ja, ich meine, wir gehen ja hier unsere Interessen durch, ne? Und unsere Sachen, die wir vorstellen wollen. Ich war nie wirklich ein großer Hörbuch-Fan. Ich schmeiße es einfach mal in den Raum. Was am nächsten daran kommt, was ich mir jetzt reinziehe, was so medial nur für die Ohren bestimmt ist, sind so Podcasts, habe ich mir dann eingefallen. Also ich habe früher vielleicht mal 3 Fragezeichen gehört, zu den, ne, als Kind, aber nie bewusst angemacht. Und so Podcasts, die höre ich mir mal ganz gerne an. Zum Beispiel den von Jan Böhmermann. Ich könnte das jetzt hier einblenden, aber das wäre, glaube ich, auch Schleichwerbung. Das ist mit Böhmermann. Nein, das haben wir und probiert Olli Schulz. Und das funktioniert leider nicht. Also wir haben versucht, das einzublenden, ja, das funktioniert leider nicht. Ja. Und dann gibt es halt noch Podcasts, die halt auf den Boden schießen durch die Corona-Zeit. Bekannte von mir haben einen gemacht, den höre ich mir auch regelmäßig an. Es gibt irgendwie auch in einem das Gefühl, so ein bisschen, ich weiß nicht, als würde man mal wieder im Café sitzen und irgendwie nebenbei ein Gespräch hören von Freunden und da einfach nur zu lauschen können. Das finde ich ganz entspannend schon. Und ich glaube, das kommt aber so von dem, wie man es hört, kommt es auch einem ans Hörbuch ran. So, es soll ja entspannen, man soll sich ja so ein bisschen die Gedanken vergessen und sich ein bisschen anderswo rein fühlen. So, und das finde ich bei Podcasts, habe ich das sehr stark. Aber Hörbücher an sich bin ich nicht mehr so drin. Genau. Okay. Benny? Ich habe hier, also ich meine, in die Kamera halten bringt ja nichts, haben wir schon gelernt, weil es wird verspiegelt sein. Der Schwarm. Der Anhalter durch die Galaxis. Okay. Auch wieder, naja, also so mit Weltraum und so Science Fiction. Es geht darum, dass da ist so ein Erdenmitbewohner und
die Erde wird gesprengt, weil da jetzt die neueste, weiß ich gar nicht, Hyperraum-Umgehungsstraße geht jetzt leider genau da lang, wo unsere schöne Erde im Weg ist. Und er hat aber einen Freund, der ihm gerade noch so hilft, von der Erde zu entkommen, bevor die Erde in die Luft fliegt. Und dann beginnt halt eine Odyssee durch den Weltraum. Gibt es auch als Film, ne? Ist auch verfilmt worden. Also die Verfilmung finde ich auch okay. Kommt aber weder ans Buch noch ans Hörspiel ran. Echt? Okay. Ich kenne nämlich nur den Film. Und das heißt, ich muss mal das Hörspiel oder das Buch lesen. Ja. Also Hörspiel hören oder und, Buch lesen. Hörspiel empfehle ich auch hier die Fassung von, das war vom öffentlichen Rundfunk vertont worden, aber irgendwann in den 80ern. Das finde ich ist die beste Version. Okay. Franzi, hast du auch einen Klassiker? Ja, wieder Harry Potter. Eigentlich alle Hörspiele. Ich habe mir jetzt einfach irgendeins aus meinem Regal rausgesucht. Warum haben wir Franzi eigentlich eingeladen? Sie hält eh den Harry Potter in die Kamera. Nein. Da kommt auch also die bei Film kommt dazu. Gibt es Spiele eigentlich auch noch Harry Potter? Eine Serie gibt es noch nicht, ne? Sonst könnte... Ich habe euch auch lieb. Nein, aber Netflix also... macht da bestimmt noch was. Soll wohl demnächst sogar eine Serie rauskommen zu dem Musical. Ja, da ist die Franz ja auch schon Fan von. Das total, hält sie gleich auch nein. Die Ankündigung in die Kamera. Nein, aber eigentlich bin ich auch noch natürlich 3 Fragezeichen-Fan. Aber ich habe leider hier keine Kassette. Aber das macht ja gleich die Chris. Deswegen. Also 3 Fragezeichen höre ich eigentlich immer zum Einschlafen. Und immer mit mir im Jubel. Genau, auch mit Chris. Oder auch mit den Kindern haben wir auch schon gehört. Ein paar Folgen. Das stimmt, das mit den Kindern ja, haben wir auch schon ein paar gehört. Ja. Ja, aber Harry Potter ist so Kindheitserinnerungen, die habe ich dann halt wirklich immer gehört zum Einschlafen. Mit einer guten Freundin haben wir das immer dauerhaft auf Dauerschleife gehört, deswegen musste das jetzt sein. Und das war halt so, was ich noch so als CD hier habe. Genau. Ja, dann fehle ich noch. Ich halte was in die Kamera, weil das muss sein. Tut mir leid. Ja. Und es sind natürlich die 3 Fragezeichen. Also ich bin was sehr ist das? TKKG? Wo kann man nochmal kicken? Ja, ich habe so ein paar mehr. Ich habe CDs und ich habe Kassetten, also Oldschool-Kassetten. Und ich sammle die Kassetten, wenn ihr mal günstig an Kassetten reinkommt. Günstiger als 5 Euro, meistens kosten sie mehr als 5 Euro pro Kassette, weil das halt Raritäten sind. 1 bis 30 habe ich aber alles darüber, wenn ihr mir eine Freude machen wollt. Kassetten von 3 Fragezeichen. 31 bis... Wir sind jetzt bei 218. Genau. Und man muss dazu sagen, die 3 Fragezeichen legen heute noch mit Kassette auf. Also es gibt heute, jede Folge wird heute als MP3, als CD, als Kassette und als Schallplatte noch aufgelegt. Ja, die kennen halt ihre Zielgruppe, ne? Deswegen Kassette und Schallplatte. Die wissen halt, was ihre Fans noch so abspielen können. Naja, aber die Kinder der Fans sind ja dann auch schon. Das Geilste, ich war bei fast allen Live-Shows und es ist so abgefahren, da kommen, also eine Halle voll, 10.000 Menschen. Von diesen 10.000 Menschen sind maximal 500 Kinder, maximal. Meistens ist so, jede Reihe hat ein Kind oder so, also dafür, dass es ein Kinderhörspiel ist. Es kommen 3 alte Männer auf die Bühne, die einfach nur etwas vorlesen und 10.000 Menschen rasten aus. 10.000 Erwachsene schmeißen die Schlübbi auf die Bühne und rasten total aus. Da denkst du dir, naja, die stehen da vorne vor dem Mikrofon und lesen was vor, ne? Aber es ist halt irgendwie cool. Ja, viel mehr passiert jetzt bei den Backstreet Boys ja auch nicht. Aber die ziehen sich gelegentlich aus. Manchmal. Und tanzen. Fehlt mir die Erfahrung. Ich habe noch keinen
War noch auf keinem Konzert. Ja, dann sollten wir das nachholen. Von wir den, gehen ja demnächst nee, auf Tour. Auf gar keinen Fall. Zusammen nee, mit auf den Spice gar keinen Girls. Fall. Ja, das ist ja schön. Da kannst du ja Alex Senior kannst du mitnehmen. Das Ja, der gibt dir bestimmt. Der geht bestimmt mit, aber nicht mal geschenkt. Nicht mal geschenkt. Aber wo wir gerade dabei sind, kommen wir zur Lieblingsmusik. Ach, guck mal, ich wusste, ich habe was vergessen. Franzi. Franzi. Okay. Kazala? Kann kein Harry Potter sein. Nee, ist es Kazala? Ja. Harry Potter, OST. Moment, ich hole mal die Harry Potter Musik raus. Nein. Nee, ist es Kazala? Wie vielleicht noch nicht alle wissen, ich komme aus der Nähe von Köln. Und Kazala ist halt eine kölsche Band. Und ja, die gibt es jetzt fast 10 Jahre, würde ich jetzt sagen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, kommt ungefähr hin. Und ja, die machen halt nicht diese typische kölsche Musik mit Umpapa und weiß ich nicht was, sondern die haben eigentlich wirklich alle Musikrichtungen einmal durch und ja. Und ich finde halt, viele der Lieder haben halt auch viel Bedeutung drin, sprechen halt auch vieles an, was halt auch gerade so schief läuft in der Welt. Genau. Deswegen höre ich die sehr gerne. Und die singen halt alles wirklich auf Kölsch. Was heißt denn Kazala? Das tut mir leid. Ja, super. Kennst du nicht, wie hieß denn der Fußballspieler, der Torwart, ja, der im Dschungelcamp? Kazala! Ja, der Thorsten Legert hat das auch immer gesagt. Kazala. Grüße. Ah, was heißt das denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Was tust du dafür? Okay. Ah, ich möchte mir den Alex genauer angucken. Alex, bei dir so? Hallo. Deine Lieblingsmusiker? Erzähl. Also da du ja gerade den Kassetten das angesprochen hast, von wegen ein altes Medium, hole ich auch einfach mal altes Medium rein. Ich bin auch sehr gern Platte. Und ja, es geht ja auch ein bisschen um die Musikrichtung, so wie ich das verstanden habe. Deshalb habe ich jetzt mal zwei geholt, weil ich schwank schon mein Leben lang zwischen Hip-Hop, meistens amerikanischer Hip-Hop, und die Rock-Richtung. Linkin Park. Ja. Aber Linkin Park ist ganz schön soft geworden, oder? Finde ich. Die waren ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt über Linkin Park per se reden, dann das Album und das heißt Hybrid Theory. Mhm. Ja, natürlich. Ja, gut. Und das andere, Meteora. Danach haben die, finde ich, meiner Meinung nach nicht mehr so gute Musik gemacht. Aber, ja, die halt immer noch, kann ich mir immer noch anhören, Tag nach. Und Hip-Hop ist halt, ich weiß nicht, Hip-Hop geht auch nicht weg aus meinem Leben. Irgendwie von, ich höre mir auch deutschen Hip-Hop an sehr gerne eigentlich, aber was so der neue, was so auf den Markt kommt, finde ich jetzt nicht so gut. So, die hat sich ein bisschen geändert, die Musikrichtung dadurch auch, finde ich. Nicht so meins, also ich bin ja alte Schule, vom Auflegen bis Hören. Genau. Das ist übrigens Wu-Tang Clan. Enter the Wu-Tang Clan. Die gibt es auch schon länger, die gab es in meiner Jugend schon. Das muss ja was heißen, ne? Mhm. Ja. Da ist der Alex wahrscheinlich gerade geboren, als ich jugendlich war. Ja, und Alex ist gerade hängen geblieben. Ja. Ja. Hat gerade sein Setup umgeworfen mit den Platten. Hätte sein können. Benni. So zu viel für dich. Ich habe tatsächlich, habe ich mir nicht aufgeschrieben gehabt, habe ich nicht vorbereitet. Das, okay. Aber ich habe früher ausschließlich Metal gehört. Da gibt es viele Bands, die wahrscheinlich keinem was sagen werden. Das hat sich aber doch bedeutend gebessert. Du bist jetzt beim Schlager, ja, oder? Ne, also gebessert klingt ja falsch, aber ne, Schlager eher nicht so, aber offener. Also höre eigentlich tatsächlich fast querbeet alles. Wenn es mir gefällt, dann ist es auch, dann mag ich es. Und da ist jetzt nicht so
nicht diese Prinzipien-Dinge. Ist kein Metal, dann höre ich das nicht. Das, hattest du seine Zeit? Ja. In der Jugend doch durchaus. Kenn ich. Ja, ist bei mir ähnlich. Ja. Ist bei mir ähnlich. Ich höre auch alles querbeet, aber also als Lieblingsband würde ich nur die alten Bekannten, also Wise Guys, und jetzt aktuell die alten Bekannten, das ist die Nachfolgeband von den Wise Guys. So, und dazu gibt es nichts zu sagen. Wer die nicht kennt, der muss die googeln. Sorry, der muss die auf jeden Fall hören. Mir auch noch gar nicht aufgefallen, dass du die gerne hörst. Was, ne? Nee, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt noch nicht bei der Arbeit. Arbeiten zusammen. Ja. Die hören wir sehr oft bei der Arbeit. Mhm. 90er, gut. Die und drei Fragezeichen. Ja, die 90er-Playlist, richtig, die 90er. Jo. Deine Kindheit, meine Jugend. Jo, genau. Kommen wir zu den Filmen. Euer Lieblingsfilm? Franzi, fang mal an. Ja, das ist König der Löwen. Harry Potter. Oh. Ja, König der Löwen. Ja, ich stand auch eben die ganze Zeit vor meinem DVD-Regal und dachte mir so, was ist mein Lieblingsfilm? Also das ist auf jeden Fall mein Kinderlieblingsfilm. Und ja, wer den nicht kennt, muss den auf jeden Fall gucken. Ich hoffe, es kennt den jeder. Hat, finde ich, gute Musik dabei. Ich kann, glaube ich, alle Lieder auswendig, gefühlt. Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Glück gehabt. Danke. Ja. Ja, in der DVD sind jetzt sogar alle drei Teile dabei. Drei? Ich kenne einen. Ja, drei. Ja. Im zweiten verliebt sich die Nala, heißt sie, glaube ich, die Tochter dann von Simba. Und im dritten erzählen sozusagen Timon und Pumba nochmal die erste Geschichte. Nochmal neu. In deren Sicht. Timon und Pumba sind auch die Besten. Genau. Oh ja. Auf jeden. Sehr cool. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, Disney. Ja, Disney. Ich glaube, ich habe keinen Disney-Film. Doch, ich hab Pets. Aber mein Lieblingsfilm. Ich konnte mich nicht entscheiden. Meine Lieblingsfilme sind verschiedene. Ich liebe Indiana Jones und ich liebe Jurassic Park. Aber mein eindeutiger Lieblingsfilm ist dieser hier. Das ist Carol. Carol spielt... Kate Blanchett hat eine Sonnenbrille auf. Hat schon direkt die Sonnenbrille auf. Gut. Also die beiden haben eigentlich keine Sonnenbrille auf. Carol ist für 6 Oscars nominiert worden. Es geht um zwei Frauen, zwei New Yorker Frauen in den 50er Jahren, die sich ineinander verlieben, was natürlich damals, gerade im damals sehr prüden Amerika, überhaupt nicht geht, was auch noch verboten ist. Die eine, Carol, eben ist verheiratet. Und ja, sie ziehen beide durch die Wälder, durchs Land zusammen, ohne dass was passiert. Und dann merken sie doch, dass sie sich ineinander verliebt haben. Und dann gibt es noch einen kleinen Streit, weil Carol eine Tochter hat. Und mehr spoiler ich nicht, wer den Film nochmal sehen möchte. Ein wunderschöner Film, wirklich 6 Oscars, für 6 Oscars nominiert. Ein toller Film, der sehr großes Kino ist. Und Cate Blanchett spielt wunderbar. Ich finde Cate Blanchett eigentlich ganz cool, aber sie sonst nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie meine Lieblingsschauspielerin ist, aber in diesem Film ist sie unfassbar gut. Unfassbar gut. Ja, und damit sticht sie Jurassic Park und meine Lieblingsdinos leider aus. Ja. Wahre Geschichte übrigens. Hey. Ja. Ja, gut. Ich habe noch nie gehört. Sollte mal schauen. Ich hätte da, aber Wiedersehen macht Freude. Nee, ist doch dann eine Schenkung, wenn du das schon hergibst. Nee, dann gebe ich es nicht her. Ist auch, glaube ich, gerade bei Netflix oder Amazon Prime online. Okay. Dann vielleicht mal heute Abend mal reinschauen.
Mhm. Der Benni schon vorgetragen? Ich hatte gerade Verbindungsprobleme. Nee. Ich hab den also Benni, der Benni sagt jetzt Alien ist sein Lieblingsfilm oder so. Nee, das nicht. Ja, ich habe einen Film, den kann ich mal hier. The Big Lebowski heißt der Film. Der ist großartig. Da geht es um den Hauptcharakter, den Dude. Genau, der Alex weiß Bescheid. Es geht um Freundschaft, um Bowling spielen, um Kidnapping, eine Verwechslung und einen wunderschönen Teppich. Der hat nämlich den Raum erst richtig gemütlich gemacht. Mhm. Und ich mache das jetzt mal wie die Christina. Wer mehr wissen will, der muss sich das einfach angucken. Ja. Spoilern ist Spoiler Alert, sag ich jetzt nur. Erzähl auch einfach eine Geschichte, Lebowski. Der erzählt einfach eine Geschichte von passiert ist. Ja, also ich würde auch sagen, ohne dass das auf der DVD draufsteht, ist auch nach einer wahren Begebenheit. es muss könnte einfach so passieren. Sein. Es könnte so passiert könnte. Sein. Das ist wunderbar schräge Charaktere. Okay. Alex, du hast den gerade auch in das Dings gehalten. Heißt das, ist auch dein Lieblingsfilm? Nee, ich hatte den aber in der Hand. Ich hatte überlegt, ob ich den präsentiere. Und dann habe ich so gedacht, na, ich entscheide mich lieber für, boah, was ein Übergang, den hier. Das ist der Film Soul Kitchen. Genau. Das ist eine deutsche Produktion auch von Regisseur Fatih Akin. Keine Ahnung, ob das jemand was sagt, wahrscheinlich eher nicht. Ja, und da geht es einfach um die beiden Brüder hier. Das ist Zinos und das ist, keine Ahnung, sein Bruder, der auch einen griechischen Namen hat, der mir gar nicht einfällt. Ja, und der Kollege hier, der hat ein eigenes Restaurant, aber das ist so nicht seinen Ansprüchen. Irgendwie wird das nicht gerecht und dann geht es ihm gesundheitlich ganz schlecht. Es erzählt einfach eine Geschichte über ein tolles Restaurant und einen interessanten Menschen, der voll die auf, ab und... Also das ist eine Achterbahnfahrt, die man mit ihm da durch den Film geht, aber es ist einfach ein schöner Film. So, den kann man sich... Das ist sowas für die Feiertage, finde ich, oder irgendwie für ruhige Abende. Gut, dass da gerade Feiertage anstehen. Ja, bald Ostern. Ostern auf der Tür steht, man nichts zu tun hat. Was ganz wichtig ist bei dem Film, finde ich, ich habe zwar gerade gesagt, dass ich Rock und Metal sehr gerne höre, aber da ist gute Soul-Musik drin und die wird halt immer so gut inszeniert und die Bilder sind super dazu. Und es wird alles in Hamburg gedreht. Also wer Hamburg-Fan ist oder, keine Ahnung, ein Herz für den Norden hat, da kriegt man schon ein bisschen Fernweh, da hinzufahren, weil das einfach schön dargestellt wird. So, wie sich die Miene von der Casino verfinstert. Weißt du, Hamburg. Und wer Fan vom Norden ist. Die Hamburger sind doch einfach anders. Man muss es doch einfach mal sagen. Also die Zugezogenen würde ich jetzt ausnehmen, aber gebürtige Hamburger sind halt keine Norddeutschen, ne? sind mehr so die Münchner des Nordens. Ja, also weiß ich, ob man die noch Menschen nennen kann, aber und vom Fußball Menschen, die Herzen verteilt. Ja, gut. Natürlich was anderes, was man da gelebt hat, wahrscheinlich auch. Also da Hamburg-Bashing. Ja, könnte ja eine schöne Stadt sein. Ich finde St. Pauli wunderschön. Ja, okay, gut. Okay. Ja. Sehr gut. So. Und St. Pauli auch wunderschön. Also Herbertstraße. Wie häufig warst du denn schon da? Hm? Was? Wir wollten zum nächsten Thema gehen, oder? Die Problematik ist, ich darf ja nicht rein. Und ich würde so gerne mal, aber es ist ja nicht möglich. Es ist mit der richtigen Verkleidung ist alles möglich. Ganz genau. Wobei jetzt mit den kurzen Haaren, wenn ich eine dicke Jacke einfach anziehe. Fertig. Das muss klappen. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich würde gerne mal. Aber über den Kiez ist doch eigentlich immer witzig.
Oh, das ist vielleicht ein Thema, was wir dann nachher unter uns besprechen. Auf dem Discord-Server besprechen sollten. Ja, nicht in aller Öffentlichkeit. Ja, das nächste. Wir waren beim Film Lieblingsserie. Oh, jetzt kann die Franzi nicht mit. Fang doch mal an. Ja, ich bin die Älteste, damit habe ich wahrscheinlich auch die älteste Serie mir rausgesucht. 1994 angefangen. Was ist denn unsere? Achso, ich dachte, jetzt kommt unsere kleine Farm oder so. Meine Serie aus der Jugend. Nein, also X, alle Staffeln damals als Box gekauft. Ich warte jetzt, dass eine Box bis zur 13. Staffel rauskommt. Und dann wird die noch gekauft und dann wird die vielleicht verkauft. Damit man alle Staffeln beisammen hat. Jetzt habe ich die alle einzeln. Also die 9er Box und dann kommen 10, 11, 12. 12 Staffeln gibt es. So. Ich liebe Akte X. Akte X ist meine Serie. Die Mystery-Serie aus den 90ern, mit der ich groß geworden bin. Die Mutter aller Mystery-Serien von heute. Und ich finde, der absolute Ritterschlag für Akte X war, dass es eine Simpsons-Folge über Akte X gibt. Und soweit musst du es erstmal schaffen. Ich liebe Akte X. Wenn es über das Jugendforum eine Simpsons-Folge gibt, dann wissen wir haben es geschafft, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zur Not zeichnen wir das selbst. Wer kann zeichnen? Du? Benni, so gut Mutter kann ich jetzt auch wieder zeichnen. Also Alex und ich können das nächsten Dienstag können wir das zeichnen. Das ist kein Problem für uns. Ich war eben schnell in der Stunde live. Ja, nee, voll gut. Ja, eure Serien. Wer hat noch nicht angefangen? Benni, ich habe angefangen. Alex. Schwierig. Also mich festzulegen schaffe ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich guck. Ja, dann nenn deine Top 15. Okay, bis morgen. Also, was ich immer wieder gern gucke, ist Rick and Morty, wirklich, weil das so eine abgedrehte Serie ist einfach, aber auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich alles physikalisch logisch ist, denke ich nicht, aber es ist einfach unterhaltsam, dadurch, dass es so abgedreht ist und man sich nach einer Folge wie so, man muss wirklich folgen. Man kann nicht mal eben nebenbei noch die Wäsche machen oder so. Wenn man einen kleinen Fakt verpasst, dann ist man raus. Und die sind halt so banal, die Geschichten. Das ist so gar nicht greifbar. Und da gibt es, finde ich, keine Serie, die da so zeichentrickmäßig rankommt. Und das ist auch nicht so die Kinderserie, wie man es dann erst ahnen würde, weil die schon sehr brutal wird am Ende. Vor allem die Staffeln. Tobi schreibt erstmal. Ja klar, alles logisch. Ja, oder? Alles physikalisch logisch. Er fragt das auch nicht mehr. Nee, also die würden ja auch nichts machen, was nicht stimmt. Also, nee, klar. Ne? Deshalb ist es ein Zeichentrick. Das ist realistisch. Ja, eben. Das ist richtig. Also ja. Lehrfilme. Lehrfilme für die Grundschule. Solar Opposite. Solar Opposite? Noch nie gehört. Den kenne ich gar nicht. Nee, ich kenne den auch nicht. Okay, ich würde sagen, haben wir heute Abend alle was zu tun. Jo. Ja, ist so. Okay, ja, lass uns arbeiten. Vorher Langeweile hatten. Ach doch, ich habe auf Netflix eine Sache gesehen, die war der Hammer. Damengambit. Ich weiß nicht, ob euch das was. Ja, das haben total viele gesagt. Über diese ganz junge Schachspielerin, die im Jugendheim aufgewachsen ist. Und sich dann irgendwie mit dem Hausmeister Schach beigebracht hat und dann auf die großen Turniere fährt und aber auch eigentlich echt psychische Probleme hat, kindheitsbedingt. Und ist eine tolle Geschichte. Also ich will jetzt nichts spoilern, aber das lohnt sich. Das ist sehr dramatisch, aber es lohnt sich auch, bis zum Ende zu gucken, finde ich. Und es gibt bisher eine Staffel mit 8 Folgen, glaube ich, ne? Und sie überlegen jetzt, eine zweite Staffel zu machen. Obwohl die erste Staffel eigentlich schon der Abschluss sein sollte. Genau. Das ist eine geschlossene Handlung nach der ersten Staffel. Genau. Eigentlich sollte es danach auch aufhören, aber es schlägt gerade so krass durch, dass sie überlegen, eine zweite zu machen. Wie so oft. Deshalb werden ja Fortsetzungen auch gedreht von Filmen, ne? Ja. Nicht, weil es notwendig ist oft. Und auch nicht, weil es unbedingt dadurch besser wird. Genau. Das war... Man siehe Matrix. Bestes Beispiel, Matrix. Ja, Jurassic Park.
Indiana Jones. Das sind alles so Star Wars. Das sind alles so, der zweite ist schlecht, der dritte ist dann wieder gut. Weil sie gemerkt haben, dass der zweite nicht so gut lief. Herr der Ringe finde ich auch den zweiten eher. Ja, ist nicht der stärkste, ne? Würde ich auch nicht sagen. Die zweiten Sandwich-Kinder sind immer die. Hm. Wie ist das denn bei Harry Potter? Zwischen 1 und 6, nee, zwischen 1 und 7. Ist da denn, die sind doch dann wahrscheinlich alle eher schlecht. Geht das so bergab und der die sind doch alle, ist das Schlechteste? Und dann geht es langsam wieder hoch, oder? Also ich fand den dritten richtig gut, aber den vierten fand ich zum Beispiel nicht ganz so gut. Also der dritte ist der Gefangene von... Ja, genau, es gibt so immer so Wellen. Ja, ich mag halt einfach diese Fantasiewelt, so in diese magische Welt so reinzutauchen, finde ich halt cool, was es da so alles gibt. Welches? Richtig cool, Alex. Sieht aus wie deine Sonnenbrille. Und welche Serie wolltest du jetzt quasi als Lieblingsserie? Gehen wir nicht davon aus, dass du Harry Potter. Doctor Who? Ah, ich wusste es. Ja. Ja, es geht um Time Lord. Das ist der, also der in der Mitte. Die Serie gibt es eigentlich schon seit den 60ern. Und genau, er kann halt durch die Zeit reisen mit der TARDIS, wenn man das sehen kann. Ich weiß es nicht. Da. Mit der TARDIS ist eine alte englische Telefonzelle. Telefonzelle, genau. Genau. Die ist halt auch von innen viel größer als von außen. Und meistens hat er halt immer eine Begleiterin oder einen Begleiter mit dabei. Und der reist halt wirklich quer durch die Zeit, in die Vergangenheit, in die Zukunft. Die entdecken verschiedene Planeten, neue Geschöpfe und ja. Genau. Sogar hier auf dem ist sogar sozusagen der allererste Doktor abgebildet und dann halt der vorletzte Doktor. Na, wie viele Doktor sind wir denn jetzt? 11 oder 12, meine ich. Okay. Ja. Und es ist jetzt das erste Mal eine Frau, oder? Genau. Okay. In der letzten Staffel ist jetzt eine Frau, ein Doktor. Genau, und ja, ich finde das halt so faszinierend, dass es halt auch das schon so lange gibt. Und dass es immer wieder neue Geschichten trotzdem gibt halt. Was denn? Achso. Kommt klar. Ja, ihr dürft mich auch gerne so nennen. Okay, dann gehen wir mal vom Doktor zu Pedro, würde ich sagen. Ja, ich habe aber nicht die passende Serie zum Schnäuzer ausgewählt. Genau. Nicht Narcos. Ich habe nicht Narcos. Habe ich nämlich also weder Magnum noch Narcos, sondern ich habe hier Boston Legal als die Serie. Sehr gut. Ist eine Anwaltsserie, was im Prinzip schon das Grundthema vorgibt oder beantwortet. Das Schöne an der Serie, die schrägen Charaktere machen diese Serie aus und eine ganz besondere Männerfreundschaft. Deswegen ist diese Serie großartig. Da passt einfach alles. Die Charaktere passen, der Humor passt. Ich habe 5 Staffeln lang unterm Tisch gelegen, quasi. Wenn ich nicht auf der Couch gesessen hätte. Aber Boston Legal ist doch auch schon ein bisschen älter, oder? Das war 15 Jahre alt. Ja. Was? Nee. Anfang der 2000er? Ja, so. Also ich glaube, die 5. Staffel ist von 2006 oder 2008 oder so. Okay. Ja, auch Kultfernsehen. Muss man sagen. Kenne ich, habe es noch nie gehört. Also ich habe es gehört, aber ich habe es noch nie gesehen. So. Ich wurde es schon oft empfohlen von Freunden. Ganz viele Sachen. Ich habe es aber auch noch nicht geguckt.
Alter, was ist denn? Also ich finde, gestern ist er Alex schon unangenehm aufgefallen mit seinem Kommentar Star Wars 1 bis 3 Beste. Den Trend setzt er leider heute fort. Ja, also ich hatte ein bisschen gehofft, vielleicht sieht man mal auch eine gute Seite vom Alex. Aber da ist ja wirklich alles verloren. Weißt du, da hätte er besser mal zu jeder Frage Harry Potter in die Kamera gehalten, weißt du? Aber das ist eine safe Sache, ne? Also da kann man zumindest, wenn man sich nur so unbeliebt machen kann. Ne? Ich muss doch sagen, das mit dem 1 bis 3, ich wusste, dass du dich aufregst und ich musste das einfach reinschreiben. Und es ist sogar die Wahrheit so ein bisschen. Also ein bisschen Wahrheit, was das war doch schlimm. Aber Alex, bist du morgen beim Kochen dabei? Nee, ne? Sonst hättest du ja morgen nochmal die Chance, dich für diese Woche zu retten, aber damit ist leider, glaube ich. Aber das, vielleicht so bleibt, das Spiel es, noch. Es bleibt einfach negativ in Erinnerung. Ja, ich werde einfach dann so Sachen sagen, so vielleicht ein bisschen Schweinefett dazu oder so. Ich werde irgendwelche Zutaten sagen, die dann gar nicht. So ein paar Türspäne oder so, ein paar Holzspäne. Ah, sehr schön. Oh, yummy. Mm. Okay. Machen wir weiter bei. Das wird jetzt nicht. euer Lieblingsspiel, Gesellschaftsspiel. Soll ich wieder anfangen? Du wolltest jetzt hier um eine Minute vor. Ja. Wolltest du noch ein neues Thema aufmachen? Ja, okay. Ja, wir können noch über eine Stunde machen. Genau, das ziehen wir noch schnell durch. Gleichzeitig hochhalten. Dann haben wir können es auch alle gleichzeitig hochhalten. Dann haben wir einmal, nicht, dass wir hier abreißen und das nicht mehr gemacht haben. Nein, wir können über eine 4 Stunden. Das reißt ja nicht mehr ab. 4 Stunden, Alex. Also, ich weiß nicht, ob du heute Abend noch vorhast, aber 4 Stunden. 4 Stunden können wir hier noch live mit dir quatschen. Ich wusste noch nicht. Ob das irgendwie geht, man weiß es einfach. 4 Stunden. Ja, aber wenn wir es gleichzeitig hochhalten, dann können wir es nicht sehen, gegenseitig. Ja, dann fangen wir es an vielleicht. Ich kann das nicht sehen, wenn ich so mache. Meins ist genauso groß. Genau. Ein anderes Wort. Ist, also von Sebastian Fitzek, Killer Cruise, ist, man ist auf einem Schiff, ist sehr aufwendig gebaut, haben wir zu Weihnachten auch mal schon im Adventskalender vorgestellt. Schön aufwendig, man baut nämlich dieses Riesenschiff auf und man spielt 4 Passagiere, die dem Mörder entkommen müssen und gleichzeitig aber herausfinden müssen, wer der Mörder ist. Es gibt man spielt mit 4 Püppchen und man spielt gegen das Spiel. Das ist das Wichtige. Es können maximal 4 Spieler, glaube ich, spielen, genau 2 bis 4 Spieler. Die 4 Spieler spielen alle zusammen, dürfen sich beraten und spielen gegen das Spiel, versuchen das Spiel gegen das Spiel zu gewinnen. Das ist einfach ein großartiges Spiel, ist letztes Jahr rausgekommen und dauert ungefähr 30 Minuten. Also es ist überschaubar lang. Super aufwendig gemacht, geiles Spiel. Also Teamwork wird gefördert, ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Cool. Ja. So, Benni? Pedro? Ja, es ist schwierig. Ich könnte also an der Stelle jetzt durchaus 20 Spiele in die Kamera halten. Ich hatte erst überlegt, ob ich eigentlich meinen All-Time-Favorite nehmen soll. Und hab das dann verworfen und hab dann aber gedacht, ach komm, was soll's, wir machen das einfach. Wizard. Das Spiel heißt Wizard. Und ist einfach das beste Spiel dieser Welt, das geht immer. Da gibt's keinen Tag, an dem ich das nicht spielen könnte. Und auch keine Stimmung, in der ich das nicht spielen könnte. Im Prinzip gibt es da nicht viel zu erzählen. Es ist halt ein Kartenspiel. Man muss Stiche voraussagen und damit möglichst viele Punkte holen, indem man selber richtig liegt und die anderen zerstört, damit die anderen keine Punkte sammeln können. Wichtig daran ist, die anderen zerstören. Das Wichtige daran ist, die anderen zu zerstören. Ja. Insbesondere macht das Spiel viel Spaß mit Leuten, die nicht verlieren können. Ein Gruß geht raus an Alex Senior. Shoutout zu Alex Senior.
Sehr gut. Kann er so gut das Spiel verlieren, oder was? Was? Der kann ja nicht verlieren. Und... Ach so. Ja, dann ist das praktisch genau das Gegenteil vom ersten Spiel. Bei dem Spiel spielt jeder für sich selber gegen alle anderen bei Wizard. Und bei dem anderen, sag mir nochmal den Namen, sorry, Christina. Killer Crews. Killer Crews ist Teamwork gefordert. Gefördert. Ja, cool. Was hat denn die Fancy? Ich habe auch so einen riesen Deck. Mysterium. Ja, darum geht es. Man spielt das eigentlich auch so ein bisschen zusammen. Es ist jemand ermordet worden und der Geist gibt halt Tipps mit so Karten, wer der Mörder sein könnte, wer wo das passiert sein könnte und was die Tatwaffe sein könnte. Aber jeder Spieler kriegt sozusagen seinen eigenen Mörder und so dazu. Und am Schluss werden nochmal die Hinweiskarten dazugelegt. Und da muss man halt wirklich entscheiden, wer wirklich der Mörder war, die Tatwaffe und der Ort war. Das ist eigentlich auch richtig cool, zusammen das zu spielen, weil dann jeder halt zusammen gucken kann, was zum Beispiel die beiden Karten halt dann bedeuten könnten. Zu welchem Gegenstand zum Beispiel. Und dann ist es immer sehr lustig, weil jeder was anderes rein interpretiert. Und ja. Das geht, weiß ich gar nicht, wie lange das geht. 42 Minuten. Ziemlich genau, 42. 42 genau, Minuten, also hier steht wirklich 42 Minuten. Weil die Zeitangaben ja auch schon immer gestimmt haben. Ja, genau. Also... Bei meistens Wizard dauert... steht da drauf, Spiellänge 45 Minuten. Also ich weiß nicht, wer das gespielt hat. Ich habe das noch nie in dieser Zeit geschafft. Und ist auch egal, ob du zu dritt oder zu sechs bist. Das funktioniert nicht. Ja. Ich kenne ein Spiel, da funktioniert das. Bei Safe House, das ist das erste Spiel von Sebastian Fitzek, wo man auch gegen das Spiel spielt. Und man hat maximal 30 Minuten. Das heißt, du spielst nicht länger als 30 Minuten, weil nach 30 Minuten hast du verloren. Wenn du nach 30 Minuten nicht im Safehouse bist als Spieler, hast du verloren. Und das ist super geil, weil es natürlich ganz explizit sagt, okay, wir müssen in einer Stunde los, weil Schule oder Uni oder was weiß ich was. Wir können aber noch eine Runde zocken. Das ist ganz geil. Nice.